Hype oder Revolution? Eine große Frage. Für mich als Wissenschaftler eher ein bisschen Hype, denn die zugrunde liegenden Modelle GPT und Ähnliches gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Für die anderen Menschen ist es sicherlich eine Revolution, wenn man das erste Mal hier diese Technologie kennenlernt, mit der spielen kann, die Fähigkeiten und die Grenzen ausprobieren kann. Und es hat eben als Revolution jetzt auch so ein bisschen den Kampf der Giganten ausgelöst. Welche der großen Firmen wird das Rennen machen um die Sprachmodelle? Das beobachten wir natürlich jetzt auch mit großer Spannung.